Das ging knapp in. Klack, klack. Ja. Hier unten fehlt auch noch. Oh Mann. Und ich darf mich so wenig wie möglich verbauen und das wird jetzt richtig schwierig jetzt. Also wir hätten den Tunnel vielleicht woanders bauen müssen. Immer mal ganz woanders eigentlich. So, haben wir das denn jetzt? Ja. Würde ich sagen, ziehe ich jetzt erstmal den Diorit-Streifen auf dieser Seite. Bis 20. Der geht hier einmal mitten durch. So. Damit wäre der Dioritstreifen erstmal. Also im Wasser bauen ist eigentlich erstmal auch interessant, aber eben das war eben scheiße. Richtig. Wir müssen eigentlich noch Diorit farmen. Wir haben unsere Hühner. Ja, geil. Getreide ist auch wieder fast voll. Müssen wir hier die Hühnerzucht betreiben. Na, ihr drei. Ja, das Getreide ist noch nicht so weit. Wenn das fertig ist, dann rufe ich euch. Zombie. Ist meine Diamantspitzhacke im Kopf haben. Ja, ist ja gut. Ich gehe mal lieber rein. Bevor noch irgendwas passiert. So, das kommt dahin. Tatsächlich möchte ich jetzt. Ich brauche Diorit. Ich brauche eine Diorit-Farm. Wozu habe ich eigentlich 5 Brote, wenn ich die jetzt hier nicht benutze? Ich warte nochmal kurz, bis der Hungereffekt weg ist. Sand haben wir. Ja, super. Hilft uns auch voll weiter. Oh, Mann, ey. So, also, Diorit farmen. Diorit. Wie schaut es denn jetzt aus? Das ist nicht so lustig. Wie ist denn der da reingekommen? Geil. Kommt man hier hin. Wir gucken mal nach weiteren Diorit-Farmen. Ach, das sieht ja krass aus. Direkt schon eine gefunden. Natürlich landen wir im nächsten Gang. Aber da fangen wir eine Diorit-Farm hier. Eine Farm, sag ich. Ader. Und die scheint relativ groß zu sein. Gleich mit dieser Spitzhacke weiter ab. Was? Witz mich. Egal. Egal. Wir haben ja volle Leben. Hab zu wild. Alter, wie viel Diorit?
Wir haben schon ein Stack. Super. Ich sag jetzt irgendwie auch die ganze Zeit gar nichts. Es tut mir leid. Aber ich bin jetzt halt so ein bisschen hier erschlagen von dem ganzen Diorit, was hier alles so rumliegt. Und deshalb, es ist viel zu viel hier. Gleich geht ja meine Mannspitzhacke kaputt. Wenn es so weitergeht. Aber ganz ehrlich, ich würde mir diese Ader hier merken. Oder ich räume die jetzt aber mal ganz schnell hier. Also ganz schnell geht aber nicht, aber ich glaube, ich räume diese ganze Ader mal ganz raus. Ich reiß die einfach mal ganz raus, weil wir es brauchen. Vom Diorit her wird es auf jeden Fall reichen. Hätten wir diese Ader nicht gefunden, wären wir jetzt wahrscheinlich immer noch auf Suche. Es geht hier runter. So. Na 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 na. Also die ganz leer werde ich jetzt nicht schaffen hier. Ich würde mal sagen, ich möchte jetzt wieder nach Hause. Upsa. Oh Gott. Ich will weg hier. So, wieder ein bisschen Diorit. Passt auch super. So, polierter Diorit. Davon haben wir jetzt ganz viel Stück. Ganz viel meine ich. Ganz viel Stück gibt es natürlich nicht. So, damit wäre es das mit dem Diorit. Die Decke soll aus Kopfsteinpflaster. Echt? Könnten wir eigentlich machen, oder? Ich hätte nichts dagegen. Ich weiß aber nicht, wie das dann aussieht. Das können wir natürlich noch auswechseln. Aber von mir aus gerne. Da an den Schwämmen komme ich natürlich nicht vorbei.
Müssen natürlich noch einer ab. Ey, Tintenfisch, Mensch. Schwimm da weg mit deinem seltsamen Gesicht. Oh Gott, das wird doch nie was. Mann, ich brauch da unten ein Luftloch. Ich baue da unten bald meine Türen. Ich bin tatsächlich ein bisschen konzentriert, das tut mir leid. Weil ich mich hier so ein bisschen anstrengen muss, mich nicht zu verbauen und so. So, noch ein Stack. Zwei rein und dann die Kabeldecke. Irgendwie ist da manchmal auch X-Ray drin. So. Wieso fehlen hier? Ja, super. Okay, wie viel Kabel haben wir denn? Nicht viel. Nicht zu sagen, gar nichts. So, deshalb gehe ich mal kurz an Land und fahre ein bisschen Kabel. Ist aber auch alles so stressig hier. Alles ist hier so... Es ist echt... Eigentlich mag ich hier überhaupt nicht arbeiten, so unter Wasser. Eigentlich habe ich gedacht, ja, ja, man buddelt sich da... Ne, so unter der Erde so längst, so alles easy. Aber nein, es muss natürlich das Wasser kommen. Ich weiß nicht, diese Insel da, die da ist, ob die... doch, die sollte dann eigentlich... Da soll es dann nicht mehr tiefer gehen. Also, eigentlich sind wir dann sicher, wenn wir diesen kleinen Weg geschafft haben. Mann! Gott, oh Gott. Kommen wir auch nur Stück für Stück voran. Da unten ist ein Squid. What does the Squid say? Kennst du? Oder kennt jemand? So. So. Okay. Aber ich glaube, der Tunnel wird auf jeden Fall.
So, es wird langsam Abend. Ich möchte mir nochmal den Tunnel anschauen und dann können wir von mir aus schlafen gehen. Also, dagegen habe ich dann auch nichts mehr, ne? Wir müssen ja eigentlich frieren, oder, ne? Duschen und sowas findet er ekelhaft, deshalb schwimmen wir hier im Wasser so rum. So, was haben wir denn jetzt hier? Aber man kann nicht so viel erkennen. Okay, ich würde sagen, dann gehe ich mal schlafen. Na, noch ein leckeres Brot zum Abendessen. Und dann schlafen. So. Runter mit uns und wieder raus. Ich finde das Haus eigentlich ein bisschen seltsam jetzt hier so mit dem... Aber ich dachte, das wird was. Naja, gut, dann wird es hier wohl nicht unser Lieblingshaus. Egal. Ach, guck mal, da ist uns... Ach so. Jetzt vergesse ich natürlich wieder die Hälfte. Ich wollte natürlich ein Schwert holen. Ich weiß nicht, wie man einen Schwamm abbaut. Mit einer Spitzhacke nicht. Ich versuche mal mit einer Schaufel, mit einem Schwert möchte ich es auch nochmal versuchen. Na, und dann haben wir eigentlich alles. Eine Axt auf keinen Fall. Aber mit einem Schwert kann ich mir vorstellen, wie ein Spinnweben. So, unser jetziger Tunnel sieht noch sehr, sehr, sehr komisch aus. Komme ich daraus in Schwamm? Hoffentlich. Ja. Shit. Shit, 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 shit. Das ist natürlich blöd. Die Schwämme können wir in den Ofen tun. Die trocknen dann. Dann kann man sie hier einsetzen. Die möchte ich hier auch einsetzen. Weißt du was, ich nehme gleich einen Ofen mit nach unten. Weil wir, glaube ich, schon öfter das Problem haben werden, dass wir hier hochrennen müssen zum Ofen. Nehme ich einfach mal die Hälfte von der Kohle mit. Und dann geht das schon. Dann passt das alles. So, den tun wir dann hier hin, einfach mal so provisorisch, und den backen wir da drin, den Schwamm. Was ist denn der Schwamm? Wir können immer nur einen abbauen, weil wir verlieren scheinbar irgendwie immer Leben. Das ist natürlich blöd. Da sind auch euch zwei oder drei Stück drin. Ja, also die Schwämme kommen jetzt zum Einsatz. Und der letzte. Na, die letzten nicht, ne? Wir verlieren immer Leben. So, der kommt hier auch rein. Könnt natürlich mit denen erschwemmen hier, aber dann müssen wir die wieder abbauen und so, aber... Nee, die hole ich jetzt alle irgendwie so raus. Ich brauche eine Tür. Ich hole mir mal eine Tür von unten.